Ja, ich darf alle recht herzlich begrüßen heute zum Tag der offenen Tür am 20. Jänner 2017. Der Grund ist die Neueröffnung heute von der Praxis. Unten in den Räumlichkeiten ist meine Praxis jetzt hier der Empfang. Und hier biete ich die ganzen Programme an, Rücken, Abnehmen und Training. Ja, ich bin die Christina, ich mache gerade ein Praktikum eben in der Sportpraxis und ich studiere eigentlich Sportwissenschaften in Wien. Und darum bietet sich das eigentlich super als Gelegenheit, dass ich da eben ein bisschen in die Praxis als Sportwissenschaftler reinschnuppern darf. Und heute am Tag der offenen Tür mache ich Kraftmessungen und Gleichgewichtsübungen. Grüß euch, mein Name ist Winkler Peter, ich bin medizinischer Heilmasseur und gewerblicher Masseur. Meine Massagetätigkeiten sind in erster Linie medizinische Massagen laut Verordnung vom Arzt oder vom Orthopäden. Und da mache ich in erster Linie klassische Massagen und manuelle Lymphdrainagen. Manuelle Lymphdrainagen sind Entstauungsmassagen, die nach einer Operation des Knies oder Hüfte, dass man die Schwellung so schnell wie möglich wieder weg. Ja, hallo, ich bin die Monika Bögl. Ich bin jetzt bei der Sportpraxis und mache unter anderem diese Smoothie-Kurse. Smoothie ist für mich ganz ein tolles Gerät, weil man ganz viele Sachen damit machen kann, was sehr viel die Muskulatur beansprucht, was man zum Walken nehmen kann, genauso Kräftigungsübungen damit machen kann. Und einfach für jede Altersgruppe einzusetzen ist, für kleine Kinder bis ältere Menschen oder die Mittelklasse der Menschen. Und man kann ganz tolle Übungen damit machen, auch für die Beweglichkeit, um die Beweglichkeit einfach wieder mehr zu fließen lassen und ganz tolle Sachen mit Massagen und Abrollsachen, was man immer damit machen kann. Müller Hans-Peter, mein Name. Ich bin Physiotherapeut und freue mich recht, dass der Wolfgang, mit dem ich schon länger zusammenarbeite, einen Schwerpunkt gelegt im Bereich der Lauf-Fuß-Gang-Analyse. Habe mich auch konzentriert auf eine Form, eine alternative Form der Einlagenverordnung, um halt einfach eine Fuß-Beinachse und der Dynamik einen idealen Verlauf